John Doyle, herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön, wie geht's euch? Sehr schön. Ich stelle mich wieder kurz vor, ich bin John Doyle, ich bin Amerikaner, aber ich bin sehr integriert in Deutschland. Ich habe einen Waffenschein und bin sehr glücklich. Aber es gibt Leute, die meinen immer noch, ich bin irgendwie so Ausländer, der gerade gekommen ist. Und das nervt mich, das geht mir auf die Eier. I feel it in my balls. Es geht mir auf die Eier. Eine Frau sagte zu mir neulich, sie hörte meinen Akzent und sie sagte zu mir, Sie sprechen gut Deutsch. Und ich sagte, ich höre auch gut. Und jetzt habe ich einen Tinnitus. Du Bitch. Und, aber es ist Wahnsinn. Ne? Du hast den Akzent und Leute stellen dir Fragen die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ne? Vor 2 Tagen sagte eine Frau zu mir, sie war total nett. Sie sagte, wo kommen Sie her? Was machen Sie in Deutschland? Wann gehen Sie weg? Und ich habe gesagt, ich bleibe für immer. Und dann war sie nicht mehr nett. Sie dachte, bah, der bleibt auch, ne? Scheiße. es ist wahnsinnig, ne? Man hört den Akzent. Ich bin heute Morgen nach Köln-Sülz mit dem Taxi gefahren und stieg in den Taxi rein. Und der Taxifahrer sagte, Sie sprechen gut Deutsch. Und ich habe gesagt, Sie auch. Und, dann hat er mich gefragt, wo ich herkomme. Und das war strange. Und ich habe gesagt, ja, ich wollte nicht lügen, ne? Ich habe gesagt, ich komme aus Amerika. Und dann hat er gesagt, ich komme aus Irak. Und ich sagte, oh, scheiße. Ne? Und dann hat er gesagt, junger Mann, das ist kein Problem. Ne? Der sagte, da, wo ich herkomme in Irak, wir lieben die Amerikaner. Und ich habe gesagt, warum? Und er sagte, wir kriegen viel Geld für sie. Und, ich fand das schön. Aber ich finde, Leute, die Ausländer, die es schwierig haben in Deutschland, sind die Afrikaner. Die haben es schwierig, weil Leute sprechen sie nicht nur laut an, Leute sprechen falsch Deutsch zu denen, weil man denkt, sie verstehen das besser, wenn man es falsch sagt. Weil in Afrika gibt es keine Grammatik, das weiß jeder. Ne? Es ist und ich habe einen Kumpel, der ist schwarz. Ne? Der ist so schwarz, ne? Wenn er nicht lächelt, du siehst ihn nicht. Und manchmal sage ich zu ihm, bitte lächeln, damit ich weiß, wo du bist. Und es klingt ein bisschen rassistisch, aber es dient der Orientierung. Und deswegen. Aber der ist total nett. Ne? Wir waren in der Bäckerei vor ein paar Tagen. Wir haben einen Ausflug gemacht, ne? So 2 Ausländer unterwegs. Ne? Und wir guckten uns Brötchen an. Es war ein sehr spannender Tag. Und eine alte deutsche Frau kam rein. Die war so geil. Ne? Sie guckte ihn an und sie sagte, wie gesagt, der Afrikaner spricht kein Deutsch richtig. Sie sagte zu ihm, Sie junger Mann, Sie Brötchen mögen? Sie Brötchen mögen? Brötchen, sehr lecker. Sie Brötchen mögen? Erst Brötchen kaufen, dann essen, ja? Erst kaufen Brötchen, dann essen, ja? Und er drehte sich zu mir und er sagte, Scheiße, sie spricht schlechter Deutsch als ich. Und ich habe gesagt, frag sie, wo sie herkommt. Und sie sagte ganz stolz, aus Deutschland. Und er sagte, glaube nicht. Und es war toll. Aber ich habe ein bisschen Stress. Ich bin lange in Deutschland und nicht deswegen. Ich habe Stress, weil ich lange verheiratet bin. Ich habe eine Ehe, die 21 Jahre dauert. Ne? Und ich dachte, es dauert nicht so lange. Ne? Ich war nicht so für 21 Jahre eingestellt. Ich war so für ein paar und dann Scheidung und dann zurück nach Amerika. Und ich versuche unser Liebesleben, unser Sexleben ein bisschen aufzupäppeln. Es ist schwierig. Ne? Wir haben einmal ein Sexvideo geguckt. Ne? Leute haben es getrieben in der Küche. Habt ihr schon mal in der Küche getrieben? Schwierig. Ne? Mit Bandscheibe ist es total schwierig. Und die haben es war wahnsinnig, auf dem Herd und neben dem Herd und mit dem Bein hoch und diese Winkel und, weißt du, und der Typ, der schoss nicht raus, der war drin die ganze Zeit. Ich dachte, wie bleibt der drin die ganze Zeit? Es war wahnsinnig, ne? Und ich sagte, war, wie geil ist das? Wie geil ist das? Wisst ihr, was meine Frau sagte? Sie sagte, tolle Küche, ne? Und, weißt du, ich dachte, geil, und sie sagte, boah, das ist sicherlich ein Induktionsherd. Und, ich habe meine Frau sexy Unterwäsche gekauft, das ist schlimm. In der Ehrenstraße gibt es so einen Laden, du gehst da rein, du kommst dir vor wie ein Perverser, wenn du da alleine reingehst. Ich bin da reingegangen, kam mir vor wie ein Perverser. Ich habe gesabbert, es war furchtbar. Ne? Dann kam eine Frau auf mich zu, geil, ne? Und sie sagt, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ich will nur gucken. Und dann dachte sie, boah, der ist wirklich ein Perverser. Ne? Aber ich kaufte meine Frau eine Unterwäsche, so ein Teiler, 150 €. Und da war kein Stoff dabei. 150 €. Das war der Nippelgucker. Ich hab's angezogen. Es ist so geil. Ne? Die Nippels, die gucken geradeaus. Es ist so geil. Egal, was du machst, die gucken geradeaus. Ne? Und ich hab's hier gekauft. Und sie packt es aus. Und sie sagte zu mir, ich hab schon Zahnseide. Und
Ich habe gesagt, nein, das ist der Nippelgucker, es ist sehr schön, sieh es an, es ist toll, gib es eine Chance, gib unsere Liebe eine Chance, mein Schatz, gib uns. Sie zieht es an und sie sagt, boah, ich sehe aus wie eine Nutte. Und ich sagte, ja, ist das nicht toll? Und ich habe Stress, ne? Mein Kind ist in der Pubertät, letzte Sache von mir, mein Kind ist in der Pubertät. Ich liebe mein Kind, mein Sohn, aber weniger als früher, ne? Und das Problem ist halt, er hasst mich, aber nicht genug, um auszuziehen. Und der sagt die ganze Zeit, Weißt du, magt ihr das auch? Ich frage ihn, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Er sagt, Ja? Hast du den Müll runtergebracht? Ich chille, Alter. Ich ging da rein, bring den Müll runter. Ich chille. Ich habe gesagt, ich tut mir leid, ich wusste nicht, dass du was zu tun hast. Ne? Weißt du? Aber wenn er was von mir will, dann kann er ganz normal Deutsch sprechen. Ganz normal Hochdeutsch sprechen. Der kam vor ein paar Tagen auf mich zu und er sagte, Papa. Und ich dachte, scheiße, er will Geld. Ne? Der sagte, mein lieber Papa. Und ich dachte, fuck, viel Geld. Ne? Und der sagte, Papa, ich würde gerne mit meinen Kumpels ins Kino gehen und dann essen gehen und dann in die Disco gehen. Ich brauche 100 Euro. Ne? Und ich habe das gesagt, was man so sagt in der Situation. Ich sagte, Ne? Und dann sagte er, sei nicht so asozial, Papa. Ja, und das war's. Dankeschön, das war's für mich. Ja, 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 ja.